Hallo und willkommen zurück zu Teil Nummer 12 meiner Megaserie über Musikproduktion. Heute zeige ich dir eine effektive Technik, die du anwenden kannst als Startpunkt, um Gitarrensoli abzumischen. Die funktioniert wirklich sehr, sehr gut bei fast jedem Gitarrensolo. Wenn du diese Plugins benutzt und in dieser Reihenfolge einsetzt, dann kannst du die für dich umstellen, um ein Gitarrensolo gut abzumischen. Funktioniert bei mir schon seit Jahren so. Also gut aufpassen und du wirst auch wieder merken, dass der Equalizer hier eine große Rolle spielt beim Abmischen. Ganz kurz, bevor wir jetzt gleich starten, wenn du dich unsicher fühlst bei der Arbeit mit dem Equalizer, wenn deine Mixe irgendwie gerade dumpf, kreischig, schrill oder einfach nicht transparent klingen, dann könnte das an Problemfrequenzen liegen, also an Frequenzen, die einfach gerne und oft Probleme im Mix machen. Und dazu habe ich dir ein PDF zusammengestellt, die 6 Problemfrequenzen, die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du sie runterladen, kannst du sie ausdrucken und kannst die mal durchschauen, während du deinen Mix anhörst. Und ich bin mir sicher, dass du da einige Aha-Momente haben wirst. Also 6 Problemfrequenzen, PDF runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt und jetzt geht's los. Wir möchten also dieses Slide-Gitarren-Solo hier abmischen und hören dazu erstmal rein. Das erste, was jetzt auffällt, also es klingt ganz gut, ist so eine Pedal-Steel-Gitarre, nennt man das, glaube ich. Oder macht er das nur mit so einem, ich bin kein Gitarrist, mit so einem Teil, was man sich da über den Finger zieht, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann vielleicht mal einen Gitarrist unten reinschreiben, da kenne ich mich nicht so aus. Aber was als erstes auffällt, ist, dass es out of time ist. Ich möchte jetzt mal nur die Drums dazu hören, und den Bass, um mal zu gucken, was da schief läuft. Ja. Also irgendwas stimmt nicht, wir haben so ein komisches Delay hier und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Gitarre hier über 2 Mikrofone aufgenommen worden ist. Das heißt, die nehmen unterschiedliche Sachen auf und jetzt muss ich mal reingucken, was denn da schief lief. Haben wir irgendwie Phasenprobleme oder... Ah ja, ich sehe schon hier. Mhm. Genau, wir sehen nämlich hier, dass das eine Mikrofon, das Signal des einen Mikrofons später kommt. Siehst du das hier? Das ziehe ich jetzt einfach vor und schaue, ob es dann besser wird. Wir gucken auch nochmal hier rein. Und seltsamerweise, was wirklich strange ist, ist es hier nämlich nicht. Also hier hast du kein Delay. Also entweder haben sie das an 2 unterschiedlichen Tagen aufgenommen und haben die Mikrofone verrückt oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier dieses Delay. Und deswegen ziehe ich jetzt nur diese Region hier. Die ziehe ich jetzt ein Stückchen vor und dann sollten wir dieses seltsame Delay nicht mehr haben. So. Und dann hören wir nochmal rein. Aha. Okay, gut, also wir haben kein Delay mehr. Das ist schon mal geregelt und dann können wir ins Mixing gehen. Als erstes mache ich mir hier einen Equalizer auf. Ich weiß nicht, ob ich so viel machen muss. Sie klingt ein bisschen knatschig, quetschig irgendwie. Es gibt ein paar Frequenzen, die mir nicht gefallen. Okay, ich habe hier bei um die 400, das war dieses dröhnende, röhrige. Und bei 3K kommt schön Präsenz raus bei ihr. Ich kann jetzt mal an- und ausmachen, wirst du den Unterschied gleich hören. Das nächste, was ich jetzt mache, ist eine leichte Kompression, weil ich finde auch, dass das ein bisschen ungleichmäßig kommt hier. Also ich meine die Töne, also wenn er anschlägt, ist es sehr laut und dann den Sustain hinten hört man nicht so gut. Da bin ich mal faul und nehme mir ein Preset, nämlich Guitar Electric. Klingt doch mal für den Start ganz gut. Und ich möchte aber einen Opto-Kompressor haben, also einer, der ein bisschen langsamer ist, ein bisschen genehmer ist und der auch den Sound ein bisschen einfärbt.
Okay, so klingt es jetzt besser auf jeden Fall. Ich habe nicht so diesen Dynamikumfang und ich kann die Sustain-Noten ein bisschen vorholen. Insbesondere gut gefällt mir das Anfetten des Sounds mit dem Distortion-Knob hier. Das haben jetzt nur Logic-Kompressoren. Er muss in deiner DAW gucken, nach der Kompression vielleicht noch einen Saturations-Knob einsetzen oder irgendwie wie du Bandsättigung oder sowas ein bisschen reinkriegst. Das finde ich, kommt bei der Gitarre jetzt recht schön raus. Als nächstes nehmen wir uns einen Hall. Ich nehme den vom Space Designer und ich nehme einen, so ein Medium-Hall. Schauen wir nach Medium Spaces, einfach nach einem Hall. Und da haben wir hier Small Guitar Hall. Den probieren wir gleich mal direkt aus. Und ich lasse es gerade mal so, wie es ist. Ich habe den jetzt direkt im Kanalzug, weil ich möchte den jetzt nur für die Gitarre haben. Der Dry-Regler ist deswegen ganz oben, der Wet-Regler ist ganz unten. Und dann fahre ich das mal jetzt direkt dazu. Wir nehmen nochmal ein Plugin dazu, und zwar ein Delay. Und ich nehme wieder hier Logic's Stock-Plugins, weil das geht einfach am schnellsten, am unkompliziertesten. Ich nehme das Tape-Delay. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Und das ist ein Monokanal. Und ich glaube mal, dass ich so bei einer Viertel wahrscheinlich eher landen werde. Und das panne ich leicht nach links oder nach rechts. Mal sehen, wie es besser in den Mix passt. Ich mache den Wet-Regler ganz nach oben. Ich möchte ja viel hören. Hören wir mal komplett Solo jetzt an. Okay, Zeit für den ernsten Check. Habe ich die Gitarre jetzt nur lauter gemacht mit meinen Effekten, diese Slide-Gitarre, oder klingt sie wirklich besser? Sitzt sie wirklich besser im Mix? Probieren wir es mal aus. Ich schalte alle Effekte ab und dann zu. Was ist deine Meinung? Ist das ein guter Startpunkt, um Gitarren abzumischen? Ist das eine gute Möglichkeit, um Gitarren-Soli weiter in die Tiefe zu bringen? Deine Meinung interessiert mich, oder wie machst du das? Schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Und damit ist das letzte Instrument, wenn ich es jetzt richtig sehe, abgemischt. Das heißt, morgen geht es dann in die Vocal-Produktion. Und da freue ich mich riesig drauf, weil ich mag ihre Stimme sehr, ich mag die Backing-Vocal-Arrangements her. Das wird bestimmt ein Leckerbissen. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte, oder mir einen Daumen nach oben gibst. Und wenn wir uns dann morgen wiedersehen beim Vocal-Mixing. Viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.